Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Etwas, was ich heute zeigen möchte, sind die Elite-Truhen in der Schwefelsandwüste, die du dir täglich umsonst und ohne zu fighten holen kannst. Zusätzlich dazu möchte ich dir auch einen, wie ich finde, ziemlich kleinen Kistenrand empfehlen, den ich eigentlich, wenn ich es schaffe, selber solo laufe jeden Tag. Bei diesem Kistenrand sind bei mir persönlich schon ziemlich gute Drops bei rumgekommen, sei es der Goldener Skarabäus oder es waren auch reichlich Trophäen-Items, die man halt benötigt, um Trophäen herzustellen. Kriegsorden oder ähnliches, die wir ja alle irgendwann einmal benötigen, um unsere Rüssis herzustellen, fallen im Übrigen auch bei solchen Kistenrands hier und da einmal ab. Und wenn man bedenkt, was manch ein Item im Handelsposten denn so alles kostet, wenn man es unbedingt braucht, dann weiß man auch, dass dein hart erfarmtes Geld schon mal ratzfatz weggehen kann, als wäre es nie da gewesen. Und aus diesem Grunde macht es sicherlich schon Sinn, hier und da, wenn du vor allem überhaupt gar nicht weißt, was du gerade machen sollst, einfach einmal ein paar Kistenrands zu machen. Vor allem, wenn du die Elite-Rands schon durch hast. Vielleicht läufst du auch gar keine Rands, also Elite-Rands, Trains, und bist so mehr oder minder meistens halt nur in den Dungeons unterwegs. Magst aber auch mal eine kleine Abwechslung haben, dann sprechen solche kurzen Kistenrands einfach nur für sich. Bevor du aber jetzt einfach mal so in das Gebiet hineingehst, um dir die Kisten zu snacken, stelle bitte erst einmal sicher, ob dein Rüstwert denn schon hoch genug ist. Bei mir kann es zwar hier und da auch schon einmal recht einfach aussehen, aber auch ich bin trotz meines Rüstwerts von 625 manchmal schon heftig am Pumpen wie ein kleiner Maikäfer. Bist du noch nicht so weit, dann frage einfach einmal einen Freund oder in der Kompanie nach, ob es da Interesse gibt, mit dir zusammen einen solchen Rand zu machen. Andernfalls bleiben dir da halt nur die gratis Elite-Truhen übrig, die ich dir hier alle einmal zeigen möchte. Kein Fight, nur hingehen und Kisten öffnen und bedienen. In diesem Sinne gehen wir jetzt rein in das Video. Viel Spaß beim Nachmachen. Du hast ja gesehen, dass ich schon einmal vorgelaufen bin und zuallererst bin ich zum Todwasserweg teleportiert. Ich habe meinen Marker gesetzt und mich dann auch schon gleich auf den Weg gemacht, um das Video nicht unnötigerweise mit zu viel Sprechen zu verlängern. Erkennst du das noch? Weißt du, wenn du wie ich alle Questen durch hast, noch wo sich die ganzen Elite-Truhen verstecken, ohne dass du die New World Map aufmachst? Ich hatte das alles vergessen teilweise. Muss wohl am Alter liegen. Durch die Nutella-Crew wurde mein Gedächtnis wiederbelebt und es war so, als wenn es gestern gewesen ist. Wenn du dich auch wieder erinnerst, dann weißt du ja, dass du bis nach oben musst, um an die Gratis-Elite-Truhe zu kommen. Alle anderen Gratis-Kisten nehmen wir natürlich auch noch alle mit, bis dass wir oben angekommen sind. Etwas Wichtiges an dieser Stelle sei aber noch erwähnt von mir. Du solltest unbedingt, und das ist wichtig, zusehen, dass du deine Glyphen alle vervollständigst. Mache deine Hauptquesten alle, sowie versuche auch alle Nebenquesten hier in der Schwefelsandwüste zu erledigen. Manche Elite-Truhen kann man halt nur dann öffnen, wenn man auch die entsprechende Glyphe in seinem Besitz hat. Dasselbe gilt natürlich auch für bestimmte Türen, die du nicht öffnen kannst, wenn du die entsprechende Glyphe nicht hast. Ich habe hier auf meinem Kanal dazu, was die Glyphen angeht, ein extra Video für dich bereitgestellt, was du dir gerne einmal ansehen kannst. Ja, das war jetzt schon einmal die erste von vielen Gratis-Elite-Truhen, die ich dir hier zeigen möchte. Selbst habe ich bisher leider kein großes Glück gehabt, aber da kommen ja noch ein paar Kisten. Mein nächster Punkt, den ich ansteuern werde, wird der Nomadentempel sein. So heißt dieser Schrein, den ich auch schon einmal hier und da anvisiere, wenn ich nur dort meine Kisten looten gehen möchte. Wenn du dieses Gebiet schon kennst, dann wirst du sicherlich bemerkt haben, dass dort schon ein paar andere Spieler ebenfalls täglich so eine kleine Kistenrunde absolvieren. Bist du an diesem Schrein auch angekommen, dann kannst du direkt an dieser Stelle schon einmal direkt drei kleinere Kisten öffnen, bevor es gleich auch direkt ans Eingemachte gehen wird. Auf der Karte habe ich dir schon einmal vorab gezeigt, welche 7 Punkte ich ablaufen werde, um dort Kisten zu holen. Ja, rein da und los geht's.
Jetzt, wo ich am ersten Haltepunkt angekommen bin, bitte bedenke, dass die Mobs, die sich hier verstecken und die Kisten bewachen, dir alleine auch sehr gefährlich werden können. Ich selbst, das wirst du nun auch sehen, habe schon eine Menge zu tun hier mit den Viechern, die unter der Kategorie Bestien einzuordnen sind. Wie du unschwer erkennen kannst, bin ich just in diesem Moment schon wieder am Pumpen wie ein Maikäfer, dass ich selbst nicht dabei draufgehe. Ja, aber das geht schon, auch wenn es ein bisschen was mit Ausweichen verbunden ist. Noch eins ist ziemlich wichtig an dieser Stelle anzumerken, bitte loote jetzt nicht direkt auch die Mobs, wenn du die tot gemacht hast, sondern lass sie erst liegen und kümmere dich ganz geschmeidig um die Kisten in diesem Tempel drin. Weil wenn du sie lootest, dann kommen sie auch ziemlich schnell wieder, das bedeutet, dann fighterst du erneut.
An dieser Stelle kommen wir jetzt zu einem Punkt, den wusste ich gar nicht. Ja, wer kann denn ahnen, dass da oben eine Truhe ist? Ich bin mit der Nutella-Crew hier runtergelaufen. Die laufen einen etwas anderen Weg, einen größeren Weg. Und ich habe mich da mal mit angeschlossen. Ja, in diesem Moment, wo ich dann mit den Leuten hier gewesen bin, ja, da haben wir dann diese Truhe da oben gefunden. Und ja, warum willst du die nicht mitnehmen, wenn sie schon da ist, ja? An dieser Stelle noch einmal Dankeschön an die Nutella-Crew. Wer die Nutella-Crew noch nicht kennt, Nutella-Crew, das sind mehrere Spieler. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Gilde selber heißt oder die Kompanie, aber auf jeden Fall Nutella-Girl. Das ist eine Streamerin auf Twitch, die werde ich unten noch einmal verlinken und ich denke auch zukünftig in meinen anderen Videos werde ich sie unterhalb meiner Videos immer weiter verlinken. Ist ein interessanter Content, wenn man Interesse hat, Instanzen kennenzulernen. Also die laufen wirklich den ganzen Tag nur Inis rauf, runter, links, rechts, überall nur Inis. Hier an dieser Stelle, unterhalb dieses Berges, dieser Höhleneingang, da solltest du aufpassen. Alleine dort hineinzugehen ist sehr gefährlich. Ich hatte das Glück gehabt, dass andere Leute halt vor mir drin waren, schon ein bisschen aufgeräumt hatten. Hier in dieser Höhle befinden sich 3 Elite-Truhen, die man sich gerne mal snacken kann. Oben bei dem Boss, bei der Königin, bei der Skorpionkönigin, da sollte man mal schauen, was der eine Spieler dort macht. Man hat wohl die Möglichkeit, ihn irgendwie wegzuziehen, sich an einen bestimmten Punkt hinzustellen. Und dort kann man dann die Königin resetten lassen, um an die letzte Elite-Truhe oben heranzukommen. Einfach mal austesten, ausprobieren. Viel Glück. Andernfalls hier nicht hingehen. Hier ist sehr gefährlich. Ja, wie schon erwähnt, ich hatte halt Glück gehabt mit den Leuten, die da vor mir reingegangen sind, dass ich da schön die Kisten looten gehen kann. Immer mal aufpassen, ob eventuell immer mal so eine Truppe unterwegs ist, dann anschließen und einfach mit reingehen. Andernfalls liegen lassen und nur rechts an dem Berg, sage ich mal, vorbeigehen. Ziemlich links halten, nach oben gehen, Sandstein farmen und Kisten öffnen. Viel Spaß!
Das war mein kleiner Kistenrun, den ich, wenn ich es schaffe, selber laufe, regelmäßig. Ich weiß, dass ich extra ein Video hätte machen können davon, aber ich dachte, er passt schön zu den Elite-Kisten. Man kann noch weiter rennen oder andersherum von Wall aus nach unten und viel weiter, aber das muss selbst jeder wissen, wie er das machen möchte. Jetzt gehe ich einmal los und zeige dir nun die anderen Elite-Kisten, die du dir gratis abholen kannst, ohne Mob-Kontakt. 2 Gratis-Truhen habe ich ja schon, die 3 aus der Höhle zähle ich einmal nicht wirklich mit. Mal fix zum Gasthof und einmal schnell den ganzen Waffen und sonstiges Equip zerlegen, die mein Inventar natürlich recht voll gemacht haben. Weiter geht es dann zum Wurmzeichen-Obelisk. Diese Kiste kennst du vielleicht schon, aber eventuell noch nicht die zweite, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Ist ein bisschen tricky, hier rauf zu klettern, aber dennoch machbar. Nun haben wir ein neues Ziel und zwar ist das Apophis Fels, ist mein nächster Stop, um mir 2 weitere Elite-Truhen vollkommen gratis zu holen. Du kannst dir gegebenenfalls leider nur eine holen, wenn du eine wichtige Quest wie die Ein Gott erwacht noch nicht abgeschlossen hast. Erst wenn Ein Gott erwacht die Prüfung der 9 Tore abgeschlossen ist, darfst du hier jeden Tag hinein und dir die Gratiskiste holen. Für diese Quest habe ich schon längst ein fertiges Video für dich gemacht und verlinke es dir hier oben rechts in die Ecke. Hast du dir diese Elite-Truhe gesnackt, dann kannst du direkt wieder rausgehen. Wenn du draußen bist, gehst du links die Ecke runter und dann, ja, du läufst eigentlich direkt auf deine nächste Elite-Truhe zu. Vorausgesetzt, du hast die richtige Glyphe. Meine nächste Elite-Truhe, die ich dir zeigen mag, ist die Truhe, die beim großen Skorpion in der Höhle sein wird. Bei dieser Kiste
ist eins auf jeden Fall zu beachten. Ist es am Tage, wirst du dort eine abgeschirmte Elitetruhe vorfinden und du kannst sie leider nicht looten. Der Skorpion erwacht leider immer nur in der Nacht und nur in der Nacht ist diese Truhe auch frei zugänglich für dich. Vorausgesetzt ist dabei aber auch nur, wenn es eine Gruppe Spieler schafft, diesen zu legen, damit er dich in Ruhe deine Truhe looten lässt und wenn du sie benötigst, auch die Glyphe frei macht für eine kurze Zeit. Also rein musst du auf jeden Fall und auch mit genug Personal, damit dieser Skorpion gelegt werden kann. Hast du aber den Chat verfolgt und es wurde schon längst aufgerufen für den Skorpion, dann kannst du sie dir gratis snacken gehen. Das ist nun meine letzte Station und diese kann ich nur am Tage ansteuern. Denn anders als bei dem Skorpion in der Höhle kommt Kepri nur am Tage. Hast du das Pech wie ich und Kepri kommt just in diesem Moment, als ich dort drin die Kisten öffnen möchte, dann wirst leider auch du höchstwahrscheinlich darin sterben. Und hoffentlich hast du dich draußen vor der Türe am Zelt gebunden. Ja, das waren sie, meine 12 Elite-Kisten, die du dir jeden Tag ohne feindlichen Kontakt holen kannst. Ich hoffe, dass ich keine übersehen habe oder dass ich selber da noch unwissend bin und ein paar Kisten, wo man wirklich nicht fighten muss, vergessen habe. Sollte ich dennoch eine oder mehr Kisten nicht kennen und du weißt sie aber, dann bitte schreib es mir doch in die Kommentare hinein. An dieser Stelle möchte ich mich bei dir bedanken, dass du so lange dir das Video angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich über dein Feedback in Form eines Daumens oder einen Kommentar freuen. Besser noch, wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere doch bitte meinen Kanal, damit ich die 1000 Abonnenten schnell voll bekomme. In diesem Sinne, wie immer, sage ich Dankeschön, bis zum nächsten Mal und winke winke, arrivederci, bye bye, ciao, ciao.